berechtigte Frage. Da gibt es zwei Ansätze dafür. Also das eine ist, wenn man oder die Entwickler von dem Lautsprecher, die also leider Gottes legen nicht alle Wert auf eine gute Innenverkabelung, haben da auch mit anderen Themen vielleicht zu tun, als sich mit dieser Verkabelung zu beschäftigen. Aber es ist so, wenn quasi der Lautsprecher abgestimmt wird, also insbesondere die Frequenzweiche abgestimmt wird, dann wird das ja inklusive der Innenverkabelung gemacht. Das heißt, mehr oder weniger wird dann durch die Abstimmung des Endproduktes wird dann diese Innenverkabelung schon mit ein Stück weit kompensiert. Das andere ist halt, naja, also nur weil es praktisch im Lautsprecher nicht optimal ist, wird es nicht besser, wenn ich auch die Strecke zwischen Verstärker und Lautsprecher so nicht vernünftig behandle. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einer Urlaubsfahrt. Ne? Also nur weil ich jetzt nicht direkt von meiner Garage auf die Autobahn fahren kann, fahre ich nicht über Land, sondern ich fahre halt dann so schnell wie möglich irgendwo auf die Autobahn, vorausgesetzt es ist kein Stau, und fahre dann den Gros der Strecke über die Autobahn. Da läuft es halt gut und irgendwo muss ich wieder von der Autobahn runter und an meinen Urlaubsort. Aber insgesamt ist die Gesamtreisestrecke ist einfach angenehmer, schneller, wie auch immer. Und so kann man es ein bisschen auch vergleichen hier mit dem Anschließen von dem Lautsprecher. Also klar, ich kann den Verstärker nicht ändern, ich kann die Innenverkabelung vom Lautsprecher nicht ändern, aber das Stück dazwischen, da habe ich doch Einfluss drauf. Und das ist auch so der Machtbereich, wo man ein bisschen halt agieren kann. Und da kann es dem Audiosignal, wie gesagt, es ist unglaublich komplex und sensibel, das Audiosignal. Da kann ich es ihm ja so leicht wie möglich machen, dass wirklich möglichst viel Information beim Lautsprecher ankommt.